Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Willkommen bei unserem neuen Videoformat, drei Fragen an. Heute drei Fragen an Katja Kipping, die seit 2012 gemeinsam mit Bernd Rixinger Parteivorsitzende der Partei der Linken ist. Vor dem Hintergrund, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, wollen wir heute mit Ihnen über drei Themen reden, nämlich Themen, die etwas mit Innen- und Außenpolitik zu tun haben, mit möglichen Koalitionsoptionen zur Bundestagswahl oder nach der Bundestagswahl und natürlich die Frage stellen, ob es Konzepte gibt, um Rechtspopulisten, Rechtsextreme auszugrenzen. Unsere erste Frage lautet, Frau Kipping, was soll, was muss aus Ihrer Sicht in Deutschland und Europa anders werden? Welche Themen haben Sie ganz vorne auf der Agenda platziert? Die Realität in Deutschland ist ja geprägt von einer wachsenden sozialen Verunsicherung. Viele haben das Gefühl, dass es ihren Kindern nicht besser gehen wird, sondern eher schlechter. Und vor diesem Hintergrund sagen wir, es muss wirklich aufhören mit dieser Politik der sozialen Verunsicherung. Das heißt zum Beispiel, es beginnt bei den Kindern. Ich streite für eine Gesellschaft, wo alle Kinder einen guten Start ins Leben haben. Und das heißt, wir müssen Schluss machen mit der Kinderarmut. Dafür bräuchte es zum Beispiel eine Kindergrundsicherung für alle Kinder und Jugendlichen. Es geht aber weiter. Dann natürlich heißt das auch gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni für alle. Zweiter Ansatzpunkt, der mir ganz wichtig ist, dass Gesundheit keine Frage des Geldbeutels ist. Also dass Menschen nicht, wenn sie ein Rezept einlösen, sich fragen müssen, oh Gott, kann ich mir bei meinem niedrigen Lohn, meiner niedrigen Rente das überhaupt mit den Zuzahlungen leisten? Das heißt, ein erster Schritt für mehr Gerechtigkeit in dieser Frage heißt Abschaffung der Zuzahlungen. Und es muss weitergehen hin zu einer solidarischen Gesundheitsversicherung, in die alle gleichermaßen einzahlen und damit dass die Zweiklassenmedizin aufhört. Ein dritter Punkt ist natürlich, dass sich die Arbeitswirklichkeit ändern muss. Die heutige Arbeitswelt ist geprägt zum einen durch unsichere, befristete Arbeitsverhältnisse zu niedrige Löhne, aber auch so ein Gefühl des permanenten Stresses, immer im Hamsterlaufrad zu sein, zu schuften und trotzdem nicht alles zu schaffen. Und hier wollen wir ran. Zum einen über einen höheren Mindestlohn, durch die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen. Aber wir wollen auch, dass die vorhandenen Tätigkeiten anders verteilt werden. Das heißt, die Arbeitswoche der Zukunft soll nicht wie heute bei den einen in Unterbeschäftigung und bei den anderen in Stress und Überstunden münden, sondern die Arbeitswoche der Zukunft soll eher um die 30 Stunden kreisen. Damit verbunden ist bei mir auch die Vorstellung, dass die Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern anders verteilt werden. Soll heißen, heute wird immer noch ein Großteil der unbezahlten, liebevollen Erziehungs- und Familienarbeit von den Frauen weggetragen, währenddessen die hochbezahlten, einflussreichen Jobs übermäßig in Männerhand sind. Hier wollen wir eine Umverteilung. Heißt, mehr prestigeträchtige Jobs in Frauenhand und im Gegenzug sollten dann die Frauen noch mehr von dieser liebevollen Erziehungs- und Pflegearbeit an Männer abgeben. Ein vierter Punkt ist natürlich die Rente. Jeder hat das Recht auf einen Lebensabend ohne Existenzangst. Und das heißt, wir wollen ran an eine Rente, die sicher vor Armut schützt. Kein Rentner, keine Rentnerin soll im Alter unter 1050 Euro fallen müssen. Ganz generell sozusagen streiten wir für soziale Garantien, damit alle hierzulande vor Armut geschützt sind und zudem die Menschen mit mittleren Einkommen deutlich besser gestellt werden. Und wenn wir nochmal abschließend einen Blick nach Europa oder den Blick Europa zuwenden, so sage ich, der jetzige Kurs in Europa setzt auf Sozialkürzung, auf Austerität und auf Abschottung. Dieser Kurs bringt Europa in die Krise. Dieser Kurs spielt wirklich den Europaskeptikern in die Hände und deswegen braucht es einen Neustart für Europa. Das heißt, die EU muss sozial und demokratisch werden oder sie wird scheitern. Also Sie wollen natürlich die EU nicht zerstören, sondern nur mit bestimmten Kriterien die EU
politikfähiger, zukunftsfähiger machen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin eine glühende Europäerin und genau weil ich pro-europäisch bin, bin ich gegen den jetzigen dominanten Kurs in der EU, der ja heißt Abschottung und Austerität, also Sozialkürzung. Und das verstärkt die Krise, führt zu sozialen Problemen und ist außerdem noch volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Und noch ein Gedanke, der Geist von Europa war ja mal einer der Demokratie und der Menschenrechte. Aber der Umgang der EU mit den Geflüchteten an den EU-Außengrenzen ist wirklich eine moralische Bankrotterklärung. Und deswegen als Pro-Europäerin muss man gegen den jetzigen Kurs der EU sein. Die soziale Gerechtigkeit war immer der Markenkern der Linken. Das ist nach Ihren Ausführungen natürlich weiterhin so. Fühlen Sie sich durch Martin Schulz bedrängt? Und welche Antworten geben Sie auf Martin Schulz? Nein, also wir freuen uns, dass mit Martin Schulz das Thema soziale Gerechtigkeit wieder, sag ich mal, in diesem Wahlkampf eine wichtige Rolle einnimmt, weil das ist meine Überzeugung, wenn man Begeisterung für Politik verstärken möchte, dann braucht es jetzt wirklich soziale Gerechtigkeit, aber eben nicht nur auf dem Papier, nicht nur in schönen Worten, sondern verlässlich und das auch nach der Wahl. Und die Linke hat hier eine ganz wichtige Funktion. Die Linke ist der Garant dafür, dass auch nach der Wahl die Politik sozial und friedlich wird. Also insofern, ich fühle mich nicht bedrängt, da ist noch viel Platz. Links von Martin Schulz, um das vielleicht in einem Punkt zu verdeutlichen, wenn man Schluss machen will mit der Politik der sozialen Verunsicherung, muss man ran an die Hartz-IV-Sanktionen. Das ist ein System der Schikane, ein System, was Existenznot befördert und was außerdem dazu führt, dass das Grundrecht auf soziokulturelles Existenzminimum gekürzt wird. Deswegen kämpfe ich gemeinsam mit vielen aktiven Aktivisten für Sanktionsfreiheit. Ganz generell nochmal die Frage, wie sind denn die Chancen für Mitte-Links? Das ist jetzt noch nicht entschieden. Ich werbe dafür, dass man zunächst über das Gemeinsame spricht, auch darüber, was eine mögliche Mitte-Links-Regierung hierzulande verändern könnte, um sich dann zu beraten, wie gehen wir mit dem Trennten um, welche Kompromisse können wir da finden. Also wir gehen mal davon aus, dass die Möglichkeiten nach der Bundestagswahl so sind, dass Sie Gespräche aufnehmen können mit der SPD und den Grünen, keine taktischen Gespräche aufnehmen wollen, sondern einen Machtwechsel in Deutschland herbeiführen wollen. Oder wollen Sie nicht doch lieber auf den ruhigen Oppositionsbänken eine klare Politik formulieren, die Sie dann nicht durchsetzen müssen? Weil wenn Sie in die Koalition gehen, gibt es natürlich die berühmte Frage der Kompromisse. Wie findet man sie? Oder inwieweit verliert man sich dann als Partei? Nein, also zu einem wirklichen Wechsel gehört ja mehr, als dass ein paar Ministernasen ausgetauscht werden. Also wir wollen, damit aus einem möglichen Kanzlerwechsel ein wirklicher Politikwechsel wird, braucht es eine starke Linke, weil wir sagen, okay, wir machen Druck, dass wirklich ein paar grundlegende Sachen geändert werden. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, zum einen streiten wir für eine Gesellschaft, wo keiner von Armut bedroht ist, wo niemand unter 1050 Euro fällt im Bedarfsfall, weil es da eine sanktionsfreie Mindestsicherung gibt. Zudem wollen wir, dass die Menschen mit mittleren Einkommen deutlich entlastet werden. Also um das zu verdeutlichen, eine Verkäuferin würde nach unserem Rentenmodell im Durchschnitt 270 Euro höhere Rente haben. So, wir wollen, dass auch bei der Steuer Menschen mit mittleren Einkommen deutlich entlastet werden. Und natürlich gehört auch dazu, dass das Öffentliche gestärkt wird, also mehr Geld in den Kassen zur Verfügung ist, um Bildung in einem guten Niveau anzubieten, um den Bus- und Bahnverkehr zu stärken etc. Das sind die Punkte, für die wir uns stark machen. Und dazu muss man aber auch bereit sein, Millionäre und Konzerne stärker zur Kasse zu bitten. Wenn man es ernst meint mit bezahlbaren Wohnen, muss man bereit sein, sich mit Mietspekulanten anzulegen. Wir sind das als Linke. Und wenn SPD und Grüne ihre schönen Worte ernst meinen, sollten sie das auch sein, gemeinsam mit uns bereit sein, sich gegen Mietspekulanten einzusetzen und Millionäre und Konzerne stärker zur Kasse zu bitten. Also wenn die angedeutete Koalitionsmöglichkeit besteht und Sie sich inhaltlich einigen, könnten wir möglicherweise in eine tolle Zukunft hineingehen, die allerdings im Moment sich ja auch sozusagen anders darstellt, unter dem Vorzeichen, dass die AfD im Moment nicht exzellent dasteht, aber sie wird leider wohl nicht aus dieser Welt verschwinden. Was hat man bisher falsch gemacht im Umgang mit dieser Partei der Rassisten, der Antisemiten, der
Nicht-Demokraten, die die demokratischen Möglichkeiten nutzen wollen, um das System total zu kippen. Was hat man falsch gemacht? Und welche Antworten haben Sie auf diese neue Partei? Also es gibt keine Entschuldigung dafür, zum Rassisten oder zum Rechtspopulisten zu werden. Wenn man aber nachhaltig den Rassismus bekämpfen will, tut es Not, um die Ursachen zu wissen. Und zu den Ursachen gehört Folgendes. Eine Gesellschaft, wo Generationen auf Konkurrenz, Wettbewerb, den Einsatz des Ellenbogen getrimmt werden, wo gilt, jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Das ist eine Gesellschaft, das ist toll für die Leute, die es schaffen. Für diejenigen, die es nicht geschafft haben oder die Angst haben vor dem Scheitern, die sich vereinzelt fühlen, kann das sehr schnell dazu führen, dass eine Art Hass entsteht und der richtet sich bei einigen Menschen dann gegen sich selber, bei anderen dann gegen die anderen. Und deswegen also eine Gesellschaft, die stärker auf Solidarität setzt, eine Gesellschaft der sozialen Garantien, wird nicht dazu führen, dass automatisch alle Rassisten aufhören, Rassisten zu sein, aber es nimmt dem Rassismus seinen Nährboden. Also soziale Garantien trocknen der rassistischen Propaganda den Nährboden aus. Das ist ein wichtiger Punkt. Zum Zweiten gilt es auch, ganz klar Kante zu zeigen und da nicht zweideutig zu sein, sondern zu sagen, jeder Erklärungsansatz, der sozusagen rassistischer Natur ist, dagegen zeigen wir Flagge und hier ergreifen wir Partei für Weltoffenheit und für Solidarität. Und drittens, glaube ich, tut es Not, dass Politik, und wir als Linke machen das ganz stark, sich nicht nur im Elfenbeinturm befindet, sondern wir gehen rein, auch in die Stadtteile, in die Viertel, wo die Menschen materiell nicht auf der Sonnenseite leben und führen Haustürgespräche, machen Gesprächsoffensiven und fragen die Leute, wo drückt sie der Schuh und was muss sich ihrer Meinung nach ändern und was können wir gemeinsam dagegen tun. Also dieses Zugehen zu den Leuten, zuhören. Und dann darf man zwei Fehler nicht machen. Ein Fehler ist, Leute zu beschimpfen, wenn sie Probleme benennen. Und ein anderer Fehler ist, sozusagen, wenn die Deutungsmuster rassistisch sind, ihnen nach dem Munde zu reden, opportunistisch zu sein. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn ich im Gespräch sage, wenn Leute über Flüchtlinge sich beschweren, ich habe da eine grundlegende andere Auffassung als sie. Das sind Menschen wie Sie und ich. Und ich werde nicht dafür kämpfen, dass es anderen Menschen schlechter geht. Ich kämpfe aber mit all meiner Energie dafür, dass es ihnen besser geht, dass ihre Miete niedriger wird, dass die Rente höher wird, dass sich die Arbeitssituation verbessert. Lassen Sie uns doch beraten, was wir da tun können. Und meine Erfahrung ist, von einigen hartgesottenen Rassisten mal abgesehen, ist dieses klare Haltung zeigen etwas, was auf Respekt stößt, wo man auch einen Perspektivwechsel befördern kann. Und das ist die Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten. Aber das ist ein Marathon, weil ja die Politik darunter leidet, dass ihr oft nachgesagt wird, auch berechtigt nachgesagt wird, sie ist nicht glaubwürdig, weil sie Versprechungen macht, die sie gar nicht einhalten kann. Ist das auch der Maßstab Ihrer Politik, zu sagen, wir können nur Versprechungen machen in Bezug auf die Besserung der Situation, die wir finanzieren können, wo wir einen Zuspruch kriegen aus der Breite der Gesellschaft? Na, unser Motto war ja immer sozial verlässlich auch nach der Wahl. Und ich glaube natürlich in der Tat, eine Politik, die sagt, ach, was interessiert mich morgen, mein Geschwätz von heute, ist eine, die der Politik und der Demokratie Verdrossenheit in die Hände spielt. Das ist in der Tat der Fall. Und es geht ja auch nicht nur darum, wir versprechen das Blaue vom Himmel, sondern ich sage, wofür ich mit all meiner Energie die Linke sagt, wofür die Linke mit all ihrer Energie streitet. Und wir sagen auch, ob wir das durchsetzen, entscheiden nicht wir alleine, sondern das entscheidet jede Person auch selber. Ich sage auch immer, es kommt auch auf Sie an, welche Entscheidung Sie treffen. Es kommt auch auf euch an, welche Entscheidung ihr trefft, wofür ihr euch einsetzen wollt. Und ob wir zum Beispiel den Kampf für soziale Garantien gewinnen, liegt auch daran, wie sehr jeder Einzelne in dieser Gesellschaft dafür Druck macht. Ob man allen Bundestagsabgeordneten auf die Matte tritt und sagt, wir wollen, dass ihr sicherstellt, dass niemand von uns in Armut fällt, oder ob man es einfach so durchgehen lässt. Frau Kipping, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wahlkampf. Ja, vielen Dank. Und hoffe, dass wir neue Konstellationen dann haben, um eine neue Politik zu machen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass sich was ändert hierzulande. Ja. Also dann, Wiedersehen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.